Und damit herzlich willkommen zurück zu... Ich hätte bei Tales of gesagt. Ich meine natürlich Final Fantasy 13. Ja, wir sollen Disc 2 einlegen. Das tun wir jetzt mal. Und dann machen wir mal weiter mit der Chose hier. Ich habe extra gewartet, bis ich das einlege. Nicht, dass wir hier eine Sequenz verpassen. Na dann, Freunde, machen wir weiter, wo wir aufgehört haben. Wir müssen jetzt erst Disk 2 einlegen. Ist irgendwie schon fast scheiße. Das Projekt läuft seit 2 Jahren. Und ich habe es nicht geschafft, es in den 2 Jahren die erste Disc fertig zu machen. Autsch! Hui, Lightning wieder! Hope. Ah, ich glaube, ich kenne die Stelle. Can't believe we made it. That'll slow down pursuit. But aren't there troops on this side? We can't relax just yet. Right. We press on. I'll take point. You watch our backs. Actually? Eigentlich was? Why don't you let me take point? Can you handle it? It's not a question of can or can't. Now you're learning. Genau, dann stell. Na dann. Keep your eyes front. I'll watch the rear. Got it. Na dann. Sorry, ich muss jetzt nicht mit Hope steuern. Weil ich mag Hope nicht so sehr, wirklich. Der Lichterwald von Gabra. Genau. Ach doch, ich bin mit Hope. Ich gucke nochmal, ob ich es ändern könnte. Nee, kann ich nicht. Aber ist ja erstmal egal. Muss man also machen. Ja, die beiden verstehen sich inzwischen sehr gut, finde ich. Ja. Wenn man lange zusammenarbeiten muss, ist das klar. Nee, auf jeden Fall. Ich fange übrigens an, Lightning sehr zu mögen. Cooler Charakter. Wenn jemand alle haben. Hope ist auch ganz nett. Aber ich mag ihn nicht so besonders. Aber naja. Ist ja nicht das Problem. Was ist das hier? Ach, was ist denn das hier? Was ist das wohl? Ich war ja wohl hier, Depp. Nee, ich bin ja hier der Depp. Ja. Ich glaube aber, die sind einfach. Können wir einfach mal reinrennen. Hey! Mensch! Ja, also ich meine... Was ich damit andeuten wollte, ich fange an, Lightning mehr... zu mögen als... Vorher war ich ja eher so... War Sarah, mein Lieblingscharakter, ja. In der 13er Serie an sich. Aber inzwischen ist dann doch mehr in die Richtung Lightning eher. Weil sie ist irgendwie so stark und sieht gut aus, halt. Das übliche halt. Nee, aber irgendwie. Sie ist irgendwie viel cooler, finde ich. Sarah ist auch nicht von schlechten Eltern, nein, aber. Lightning ist besser. Inzwischen. Ach, die Viecher sind aber so einfach. Also, einfach reinrennen. Ohne unbedingt was zu verschwinden. Ne? Oh! Was haben wir denn da? Lightning als Brecher. Na gut. Wisst ihr nicht, was ich mir wie ich Hope einsetzen sollte? Ja, Hope ist mehr
Ich würde doch sagen, Hope ist mehr so als Heiler gedacht. Oder eben als Verheerer. Oh, ich. Nee, stopp. Ich wollte gerade sagen. Na gut, bei Lightning kann ich wieder sagen, die könnte eigentlich alles machen, alles Mögliche. Ist so ein Allrounder, finde ich. Ich müsste übrigens mal gucken, wie es momentan bei der Info aussieht. Ja, sind beide haben mehr Angriff als Magie. Was natürlich für einen Verheerer bei Hope jetzt zum Beispiel nicht wirklich passend ist. Ob ich das noch irgendwie ändern kann, ne? Dass mir so ein bisschen mehr Magie gibt, guck mal. Ja, Silberarmreihe wäre schön. Das macht mich aber schwächer an sich. Feuerresistent. Valum in Notlage. Hat nur nicht wirklich was Gutes dabei hier. Muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Dann ist somit eigentlich als Verheerer unbrauchbar, weil da braucht sie mit Magie als Verheerer. Naja, ja, und das, und der Angriff ist nochmal höher als die Magie. Unpraktisch, finde ich, ganz ehrlich. Jetzt müsste lange noch keine Feuerschlagattacke oder so ähnlich hat. Und wer weiß, ob wir die überhaupt irgendwann lernen. Ich könnte ja diesbezüglich auch ins Lösebuch gehen, aber naja, muss ja nur unbedingt sein. Ich will ja kein 100% mehr draus machen, also von daher. Den 100% würde ja auch beinhalten, dass ich alle Missionen mache, die es dann irgendwann gibt und so weiter. Und nee. Also da gibt es echt Missionen, die. Ja. Die schaffst du nicht mal, wenn du. Have you ever been here before? On duty, I mean. No, I haven't. This area is covered by the Woodlands Observation Battalion. You scared? Not really. I'm ready to fight if I have to. To keep you safe. I'll want it back. Lightning. I'm glad I followed you. By myself, I would have had no chance. Ja, selbst wenn du, wie gesagt, selbst wenn du gut trainiert bist, schaffst du einiges manchmal nicht bei den Missionen, weil die sind heftig, die Missionen. Manche Missionen. Da ist der Endboss noch ein Klacks dagegen. Wobei, okay, wenn du so wie das siehst, der Endboss, der ist ja sowieso ein bisschen doof. Weil, egal wie gut du trainiert bist, der passt sich immer an dich an, wenn man so will. Wenn ihr versteht, was ich jetzt damit ausdrücken will. Wirst du stärker quasi? Bist du richtig stark? Ist ja auch richtig stark, schon ungefähr, wenn du bestimmt rein. Heißt, es hilft also nichts, wenn man merkt, oh, ich schaffe den Endboss irgendwie nicht. Ich gehe mal noch ein bisschen trainieren. Das wird nichts, weil je stärker du wirst, desto stärker sind deine Angriffe und so weiter. Also im Grunde. Naja. Ist es halt so, wie es halt ist. Schwierig. Der Endboss ist an sich schwierig, was jetzt nicht schlimm ist, aber wie gesagt, er passt sich halt immer an dich an, wenn man so will. Was ich persönlich nicht so doll finde. Dass er eine gewisse Stärke hat, ist schon okay, aber nicht wenn du zum Beispiel den nicht schaffst und du da extra trainieren willst und das dann am Ende nichts bringt, weil er sowieso am Ende auch stärker wird. Nee. Das macht für mich keinen Sinn. Es kann natürlich jetzt jeder sehen, wie er lustig ist, aber für mich ist es halt so. Man will ja schließlich auch den Erfolg eines Trainings sehen, sag ich mal.
Man merkt, ah, ich habe jetzt hier trainiert, ah, es hat also was gebracht. Ich komme besser mit ihm klar, so ungefähr. Aber bei dem Endboss an sich kommt es allein auf die Taktik an, wie du ihm quasi gegenübertrittst. Mit welchen Paradigmen und so weiter und so fort. Und, naja. Es war auch nicht so schlimm. Aber es ist halt ein bisschen, wie gesagt, doof, dass er sich quasi an dich anpasst. Deine Stärke sozusagen. Es gibt dann nämlich so eine Attacke von ihm, der bringt dich direkt in den roten Bereich. Oder all deine Kollegen, deine Leute. Und du denkst, ja, der zieht mir jetzt hier so viel, hat über 3000 ab, sag ich mal zum Beispiel jetzt mal. Dann trainiere ich jetzt so lange, dass ich jetzt quasi, glaube ich, lügen, 10.000 TP habe. Nein, da zieht er denn nicht 3000 ab, sondern zieht er so viel ab, dass du nur noch trotzdem im roten Bereich kommst. Also, keine Ahnung. 9000. Keine Ahnung. Jetzt zum Beispiel. Sei jetzt, vielleicht mag ich vielleicht ein bisschen gespoilert sein zum Endboss, aber ist halt ein bisschen doof gemacht. Ist ja auch, außerdem ist es nicht wirklich so erklärt, wie es ist, sondern es ist einfach nur jetzt grob erklärt. Ah, super. Sieht übrigens so als Vorbereitung, damit ihr, die das noch nicht gespielt haben, wissen, was da noch einfach hinzukommt. Aber nur die Tatsache, das zu wissen, dass es so ist, hilft euch nicht wirklich weiter. Ihr wisst halt nur, dass ihr eine gewisse Taktik einhalten müsst, quasi. Ja. Ich meine, nur grob und groß Spoiler war es ja auch nicht, weil ich wieder gesagt habe, wer da Endboss ist noch. Wie es dazu kommt. Da geht's mal. Aber ich meine, jeder, der das Spiel schon gespielt hat, bis zum Ende, kennt ja den Endboss. Mich kennen leider auch. Und wehe, es brüllt jemand in die Kommentare jetzt. Dann kriege ich aber die Krise. Dann. Dann krieg ich aber die Krise, weil das möchte ich nicht in die Kommentare sagen. Weil ich lösche nämlich auch die Kommentare. Die Kommentare lösche ich dann, meine Freunde. Und wie jetzt kommt mir wieder einer von wegen so, ja, das riecht mich interessiert nicht, was du laberst. Bla bla bla. Habe ich ja letztens auch wieder gehabt. Ja. Frei nach dem Motto, ich hab gesagt, ja. Wenn mich noch einer beleidigt, gibt's sofortiger Block. So, ab sonst gibt's sofortiger Block. Bei Beleidigung. Ja, dann kam trotzdem derselbe nochmal, meinte, ja, lalala, interessiert mich nicht, was du laberst. Jo. Wenn dich nicht interessiert, was ich labere, dann interessiert mich auch nicht, dass ich dich geblockt hab. So ungefähr. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert und so weiter, aber. Ja, aber. Oder man könnte. Oh! Man könnte sagen, mich interessiert nicht, was er denkt. Sagen. Das hab ich nicht drauf geachtet. Ja, aber. Ihr nochmal für alle. Wir haben mich in irgendeiner Hinsicht beleidigt, wird sofort geblockt. Fertig aus. Und wen das nicht interessiert, der hat Pech gehabt. Der kriegt dann halt seinen Block. Und ich meine nicht den Schreibblock. Um mal ein wenig Scheiße zu produzieren. So gut Deutsch gesagt. Oh, wir sind übrigens gerade wieder zum Ende des Parts. Ich mache erst den Kampf noch zu Ende und dann mache ich den Cut. Sollte ja kein Problem sein.
Ich hoffe, euch gefällt übrigens, dass ich jetzt wieder Final Fantasy 13 bringe, weil es muss ja wieder irgendwann beendet werden, weil ich meine seit über einem Jahr, seit über 2 Jahren das Projekt. Ich meine, das Projekt läuft, seitdem ich überhaupt die Let's Player Karriere angefangen habe. Ich meine, geht's noch? Das Spiel müsste man in einem Jahr durchgekriegt haben, wenn man reinweg durch uploadet und spielt. Ja gut, so wie am Anfang war ich noch nicht sehr aktiv in der Hinsicht. Da gab es mal hier und da Ausfälle, und da Ausfälle, aber 2 Jahre ist schon ein bisschen. I'm sorry. Ernsthaft? Okay, Leute, ich mache jetzt hier den Cut und im nächsten Part machen wir den endlich platt. Das kann ja nicht sein hier. Bis dahin, ciao.